Einmal im Jahr führt der ADAC Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V. ein Spezialtraining für Schüler des Berufsschulzentrums August von Pasewall aus Bitterfeld-Wölfen durch. Da Appelle und Informationen allein oft nicht ausreichen, hatten jeweils 10 Schüler in einem 8-stündigen Kurs an 3 Tagen die Gelegenheit, das Training auf dem Gelände des Flugsportvereins in Köthen in Gruppen zu absolvieren. Am Mittwoch begleiteten wir ein solches Training mit unserer Kamera. Die Trainings sind Bestandteil der Verkehrssicherheitswoche der Berufsschule und wurden in diesem Jahr mit Berufsschülern durchgeführt, die unter anderem den Beruf eines Kraftfahrers erlernen. Die Jugendlichen sollten erfahren, welchen Einfluss der Alkohol auf ihr Verhalten im Straßenverkehr und auf das Beherrschen ihres Fahrzeuges hat. Begonnen wurde mit einigen Grundübungen aus dem Sicherheitstraining des ADAC sowie einem Parcours mit Reaktionstest im nüchternen Zustand. Anschließend tranken die Teilnehmer sich an einen Blutalkoholwert von ca. 0,3 Promille heran, natürlich unter stetiger Beobachtung, und fuhren dann den Parcours noch einmal, zur Sicherheit natürlich mit einem Instruktor als Beifahrer. Dabei traten teilweise Konzentrations- und Koordinationsschwierigkeiten auf. Die jungen Teilnehmer konnten Hindernisse nur noch mit Mühe oder gar nicht mehr umfahren und reagierten auf das ausbrechende Fahrzeug falsch. Die Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen ist viel zu häufig in Unfälle verwickelt, bei denen nicht selten Alkohol und Drogen im Spiel sind. Der Automobilclub verspricht sich von solchen Fahrtrainings, dass sich die Erkenntnis nicht nur bei den Teilnehmern einprägt, sondern auch an deren Freunde, Bekannte und Verwandte herangetragen wird.